Arceo sei Dank und herzlich willkommen zurück zum Gegenstück-Let's Play. Wir spielen Pokémon Blaue Edition. Ja, endlich mal wieder Pokémon, denn mein PC war kaputt schon eine Zeit lang. Habe ich schon auch in den anderen Aufnahmen gesagt, die ich gestern getätigt habe. Aber ich weiß noch, was ich denn zu tun habe. Erstens zeige ich euch, was sich so getan hat. Ich habe euch ja versprochen, jetzt auf Level 30 zu trainieren. Chili hat sich entwickelt jetzt zu Chilöke, die Locke. Sonst ist es, glaube ich, gleich geblieben. Und hier vielleicht noch was geändert. Das hat mir doch... Nee, das hat mir alles. Bis Kratzer, Zahltag, Kreideschrei. Ach ja, genau. Das ist jetzt unser Blitzer. Umbenannt von, also Enel zu Virus. Den habe ich nämlich gefragt. Und Blitzer ist nämlich auch sein Lieblings-Pokémon. Deckel, Sandwickel und der Wirbel und der Rückzug Ippe. Der René ist immer noch dabei. Jawohl. Und jetzt, was ich jetzt vorhabe, möchte ich jetzt zur lieben Stadt Lavandier gern. Geh doch mal dahin, bitte. Und wir könnten jetzt noch ein paar Trainer besiegen. Dass wir auch ein bisschen trainieren. Ja, passt ja eh. Okay, die Spiele mögen beginnen. Duell, zieh deine Karten, du Held. Falsches Spiel. Obwohl, ich hätte schon mal Lust auf Yu-Gi-Oh! Ein Quapsel. Oh, da wäre jetzt einmal Blizzard mal so richtig awesome. Sassi haben wir letztes Mal doch noch entwickelt, oder? Das Sassi, die liebe Sassi. Machen wir mal Biss erstmal. Biss, le Bütze. Okay, ist schon erledigt. Ach ja, ich habe auch noch mein Bierchen hier stehen. Mein kühles Bier. Lecker. Hey, trainieren wir doch mal unser Blizzard. Obwohl es noch, glaube ich, keine Attacke kann. Also keine Elektroattacke. Ja? Jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich trinke trotzdem schon mal einen Schluck. Haha. Rückzug-Keep hat es erlernt, genau. So, Blitzer. Mach es fertig. Mach es Blitz weg. Obwohl, ich hoffe, dass noch alles so eingestellt ist, wie ich es so verlassen habe. Weil Festplatte war kaputt und man musste da einiges tun. Kosten waren so über 170 Euro, was ich da niederlassen musste. Und ich habe auch eine neue Internetverbindung Leitung. Ist auch ganz toll. 16K Leitung. Ja, es ist natürlich nicht viel, aber es ist immerhin etwas. Und ich hoffe, das haut auch ein bisschen rein. Und Virus, währenddessen ich mit dem spiele, infiziert er andere PCs. Dann habe ich ja eh schon fast eigentlich alle durch. Es fehlt nicht mehr viel. Ein bisschen Husten habe ich jetzt wieder bekommen. Aber es ist eher mehr asthmatisch. Jo. Anscheinend, also das ist so chronische Sache. Aber ich möchte mich nicht aufhalten mit meinen Krankheiten. Wir wollen leben. Knapp vorbei ist auch der Nebel. Und gutes. Ja, ist auch noch einer. Ja gut, wen setze ich mal vor? Lassen wir doch mal den Chili raus. Hol doch mal einen Chili raus. Du weißt viel über Pokémon. Doch, wie sieht es denn mit der Chemie aus? Die Pokémon-Chemie. Chemie der Liebe. Davon wirst du nichts verstehen, weil du bist Streber. Du lernst Tag ein, Tag aus, nur damit du verlierst. Das war jetzt ein schöner Kampf hier. Panzerschutz habe ich auch erlernen lassen. Das ist jetzt super. Toll, dass du eigentlich bis Tackle nimmst. No. Ja, schreib mich an. Komm, mach es weg. Yeah. Oh, man, yeah. Smog on. Smog. Okay, dann nehmen wir wieder ein anderes Pokémon. Ich möchte das Virus Donnerblitz erlernen. Entschuldigung. Ey, streng dich an hier. Ich muss mehr Bier trinken. Weg mit diesem Husten, weg! Ich hatte das doch so letztes Mal unter Kontrolle. Ich hatte so einiges unter Kontrolle.
Aber wenn man so 7 Tage ohne PC hat, dann... Dann geht's einem so richtig Banana. Oh, gestern habe ich Resident Evil 6 aufgenommen, meine lieben Freunde. Oh, ist das wieder göttlich. Ach, Resident Evil 6 kann ich euch nur empfehlen. Auch selber mal zu spielen. Wie alle anderen Games auch, ja. Und ich habe auch mal geplant, eine ganze Liste zusammenzustellen, was kommen denn soll, auch fürs nächste Jahr. Komm, mach es fast weg hier. Bin ja schon fast tot hier. Oh nein. Keine. Hey. Und ihr dürft dann wieder aussuchen, was ich denn für euch nächstes Jahr Let's Playen werde. Oh, es kann noch ein bisschen dauern, das Ganze. Magnetilla. Jetzt haben wir kein Boden-Pokémon dabei, ne? Okay, oder... Naja, eigentlich schon. Aber René... Okay, nehmen wir mal den René raus. René, du hilfst mir jetzt. Du bist ein Boden-Pokémon. Och, wie süß siehst du denn aus? Mach mal jetzt das Neudöro. Ja, haha. Mach es weg. Dieses dumme Magnetilla. Komm, das schaffst du, René. René, René. Ja, okay. Ach, mach Sandwirbel, genau. Mach Sandwirbel. Rette dich. Schmeißen doch mal so ein paar Kilo Sand in die Augen, ne? Er hat ja nur eins. Toll. René, hast du sehr gut gemacht, René. Jetzt kratz den weg, Mensch. Ja, es hat funktioniert. Meine Taktik. Er ist immer noch auf grün. Komm, René, streng dich an. Streng dich an. Du wirst doch jetzt sterben, oder? Du wirst doch jetzt nicht sterben. Nein, ich kann es nicht tun. Ich kann ihn nicht sterben lassen. Nein, das wäre... Das kann ich nicht tun. Nein. Nein, da muss Biao Biao ran. Komm, Biao. Raus mit dir. Spiel ihn. Klatsch ihn an die Wand. Ach ja, doch. Biao Biao hat eine Attacke erlernt. Genau, Metronom. Und das setzt du mir jetzt ein. Und du machst... Giftblick. Mit? Okay. Okay. Nochmal Metronom. Jetzt. So. Das Säurepanzer, schön, dass du deine Fertigkeitigung noch ein bisschen mehr steckst. Sie ist ja eh noch gut. Konter. Mann! Miuchen, komm, streng dich an. Miu, Miu, Miu. Ein Igler. Weißt du, du bist ja eh schon weg. Man sieht dich ja gar nicht mehr. Das brauchst du gar nicht mehr. Komm, Metronom machen. Weißt du, Miu. Komm nochmal. Komm. Gib Gas. Metronom. Hornattacke, na also. Na also, Mühlchen. Braves Mühlchen. Brav. La. Kernschmelze, was? Oh, wie schaut's mit unserem Team denn aus? Also, Virus geht's nicht mehr so ganz gut, aber er könnte noch was reißen. Ich möchte, dass du diese Attacke erlernst, dass du ultimativ und stark bleibst. Da hinten ist, glaube ich, nichts los. Na dann gehe ich diesen Weg entlang. Oh, die Musik ist zum Mitreißen, zum Singen. Ich höre schon auf zum Singen. Die sind mir jetzt echt zu viel. Können mich mal einschalten? Nein, ich will den jetzt besiegen. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Streber. So viel Streber, sind Schüler, wollen lernen. Mon Dieu, Blizzard. Also, Viru eigentlich, Virus, mach ihn weg. Na, also, Sir, was setzt du denn aus? Take Lul, na, you say wished. Na, klatsch ihn nochmal ein, ruck zu keep in, wie Gosh. Wow, das hast du gut überlebt. Oh, du bist nicht mal blockiert. Boah, du bist das weltbeste Pokémon überhaupt. Eigentlich wollte ich ein ganz anderes Pokémon noch einfangen. Jetzt kann ich kein Feuer-Pokémon mehr in mein Team leisten. Das ist scheiße. Aber okay, das überleben wir schon. Wir brauchen gar kein Feuer-Pokémon. Auch wenn ich es der Daniel nennen wollte. Aber das sage ich jetzt. Der Daniel, falls du mal reinguckst. Ich wollte dich eigentlich seines Feuers-Pokémon benennen. Aber so... Muss es auch halt. Oh, das. Aha! Aha! Ja, Blitzer. Das Blitzer, das Virus ist scheiße gut. Oh, schon wieder. Das, oh nein, meine stärkste Attacke wurde blockiert. Oh Mann, Slime, you are so awesome. Und nochmal bitte, nochmal. Tackle, dann kann es sich gar nicht mehr wehren. Aber ich hab's geschafft. 31. Ich weiß jetzt nicht, mit 32 oder 31. Endlich.
Bäuschen? Bäuschen, warte. Bäuschen, hey. Leute. Wen nehmen wir jetzt? Ah, Snello, komm. Snello. Snello richtig benannt? Snello. Snello ist dran, oh mein Gott. Und du fliegst wieder in Porn und bist dann nach oben. Ja. Yeah. Hauen rein. Und klatschen an die Wand. Und da klippert's nur an die Wand so runter. Es ist schön. Ja, haha. Ich hatte verloren. Das ist nicht so logisch. Das hast du nicht einkalkuliert, wa? Hm? Hi, du. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Das bist du. Sie ist pummelig. Oder? Sie ist richtig dick. Ne? Das ist eine richtige dicke Dame, oder? Boah, ist die fett. Ah, Pipi ist das. Pipi. Pipi. Boris, komm, mach los. Donner, Schock und mach's fertig weg. Naja. Okay, Paralyzing, yeah. Yes, this is a really awesome Pokémon. Pipi. Pipi, ich muss mal. Pipi. Okay, jetzt kommt Biao, Biao. Biao. Wir wollen hier noch weiter. Aber diesmal jetzt nicht nochmal Metronom. Nein. Ich habe schon die Brille bestellt für dieses Pokémon, aber wirklich. Biao, Biao, hast du im Zug. Hast du in Real Life auch eine Brille? Mal so eine Frage. Oh ja. Okay. Biao, Biao schläft. Kann mir jetzt nicht antworten wegen der Brille. Aber Biao, Biao hält was aus. Hat über 100.000 Prestige Points. Ihr wisst nicht, über was ich rede, ist mir wurscht. Er weiß es. Lalalala. Nur wollen wir es halt so sagen, nicht? Oder? Nee, der hat mehr. Der hat eine halbe Mille Prestige Points. Der hat eine Mille. Eine halbe Mille. So. Bäh. Lalalala. Endlich weg. Gut. Gurri ist du Flash weg. Jetzt ist sie schlank. Hör auf, hör auf, hör auf. Nur deine Worte. Und dann können wir weiter. Gut, 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 gut. Okay. Bam, bam. Ich möchte jetzt noch dazu was sagen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Zu dieser Stadt. Na gut, dieses Lavandia-Syndrom, ja. Habe ich ja eh schon mal, glaube ich, was gesagt. Ja, doch, müsste ich. Eine Geschichte erzählen. Und das erfolgt jetzt. Er hörte auf, Pokémon zu spielen. Er war genauso an der Stelle, wo ich jetzt. Lavandia. Und mit glühenden Augen stand er auf. Ging aus seinem Zimmer, öffnete die Tür auf. Ging runter ins Treppenhaus. Die Treppe knarzte. Er ging weiter runter zur Küche. Holte sich aus seinem Schub ein wunderbares, geschliffenes, scharfes Messer hervor. Scharf. Er ging runter, weiter, in den Garten, wo alle anderen Kinder spielten. Mit erhobenem Messer ging er auf die Kinder zu wie ein Zombie. Der Geifer aus seinem Mund fließend, seine Haut versetzt, versenkt, triefend wie ein untotes Wesen. Und öffnete das Marmeladenglas. Okay! So, dazu zu Lavandia-Syndrom. Mögen Sie sehen, der Pokémon immer und ewig ruhen, Amen. Du, hab ich dich schon gefragt. Geh mir hier rein, Brian. Du. Ist noch schlimmer, die Musik. Ich bitte für Pipi. Schluchz, ich kann nicht mehr Wasser lassen. Nein. Du. Bist du hier, um mit Gefühl auszudrücken? Scheiße, ich gab ja Level ab. Sei gesegnet. Dankeschön. Ja, verdammt. Dumm. Und du? Ha, ha, ha. Vulcano, warum? Du hast mich verlassen. Naja, du hast einen anderen Knochen gejagt. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Du, tüt, tüt, tüt. Okay, Viral kann vorne bleiben. Ich speichere mit Absicht. Yes. Das müsste jetzt klappen.
Man sieht hier diesen ominösen Rivalen. Übrigens, den könnte man jetzt umgehen. Man könnte jetzt halt eigentlich in Saphonia City eigentlich eine andere Stelle machen, wo der Rivale nochmal auftauchen würde. Sage ich jetzt immer so als harmloses Spoiler. Wenn jemand diesem Spoiler nicht gefällt, kann er mal kurz weghören. So. Dass, den man besiegen kann. Das Level wäre natürlich höher. Den klatscht man an die Wand und irgendwann muss man ja hier sowieso hin. Und dann ist dieser Rivale eigentlich ziemlich einfach. So. Jetzt komm, 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 Rivale. Du. Nein, der will gar nicht mit mir spielen. Der guckt mir direkt in die Augen. Hallo, Sabo. Haha. Hallo, Ronik. Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Was machst du hier eigentlich? Du Rivale, du. Sabo möchte kämpfen. Aber setzt Tabunga ein. Hehe. Virus wird dir wunderschön Virus setzen. Donner Shock. Die Attacke muss ich noch umbelegen, weil D kommt zuerst dran. Da, siehst du? Na, was ist mit dir, Rivale? Garados, können wir immer noch so bleiben. Du hast Garados? Ey, wo hast du das her? Krass, Mann! Alter! Diese krass! Garados, voll fett und groß! Eigentlich würde das mein Pokémon zerfetzen, aber ich habe es geleckt. Was man für Erfahrungspunkte hier kriegt. Cool! Möchtest du wechseln? Oh yeah! Möchte ich? Muss mein Chili-Ass! Oh yeah! Los, Chili-Ass, come on! Er hat sich einen treuen Hund geholt. So treu. So richtig treu. Awesome treu. Ich werde immer für meinen Trainer da sein, auch wenn es tot am Boden liegt. So, du scheißt also, wirklich. Nur einen läppischen Drang? Haha. Nur ich da gar nichts eingesetzen kann. Haha. Okay. Psycho versus Psycho. Yes. Oh nein. Und zu früh. Na gut, dann wird es halt abgepackt, ne? Die Hirnmesse wieder so überall den Boden verteilt. Ja, das macht schnell Spaß. Ja, mach fliegen. Man kann halt seine Psycho-Attacken einsetzen, was er will. Aussätze zum Beispiel, die niemals funktionieren würde. Haha. Du müsstest deine Pokémon besser trainieren, Sabo. Ja, Sabo. Dieser Knasp wird auch richtig ausgepackt. Übrigens, da gibt es einen wunderbaren Kommentar von Antiherz. Das blende ich sogar hier ein. Die Frage war, ob Pflanzen-Pokémon generell vegetarisch sind, wenn man sie essen würde. Das blende ich nochmal ein und ich möchte unter diesem Video jetzt an dieser Stelle eure Kommentare hören. Dazu. Du, da lasse ich euch mal richtig ran und arbeiten. Und ich mach weg, yes. Wow, das war eine Runde eigentlich One-Hits. Wow, One-Hits. One-Hitting now. One-Hits. Was, du bist eine harte Nuss. Oh nein, ich bin weg. Er hat übrigens keinen Ratzfratz mehr. Also, Sabo hat recht. Also der echte Sabo, der David, hatte recht. Wir haben sein Radikal getötet. Wunderbar. Wie machst du sich dein Pokédex, Herr Kumpel? Er nennt sie mich Kumpel. Oh mein Gott, ich habe kürzlich einen Dragosso gefangen. Allerdings haben noch keine Knogger. Ja, es entwickelt sich. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also haben viele zu tun. Weg, lalala. Später. Ciao, weg, bye. Yeah, yo, wow, yeah. Okay. Yes, ich bin bald so weg. Oh mein Gott. Selbst wir können die eigenwilligen Gäste nicht identifizieren. Also, das ist das gehabt, das Hobby. Ja. Och man, ich wollte euch zeigen, ich muss euch zeigen, ich muss euch zeigen. Gibt's da was? Was? Doch, da gibt's was. Hallo? Hallo? Wartet. Modül, da gibt's ja gar nichts. Nichts! Einfach nichts. Oh, die Musik geht mir so auf den Zeiger. Ja. Oh, der tötet. Oh, preiser Pokémon. Hey, grüß dich. Früher habe ich mir gedacht, das besteht aus Bienen oder aus Nebel. Ist ja auch Nebel, aber Bienenschwarm. Bäuerchen, weißt du, vom Bierchen.
Natürlich machen wir sie alle platt, wo sie relativ einfach sind. Die haben jeweils fast immer nur ein Pokémon. Das können wir uns gönnen dir. Ich weiß gar nicht, welches Pokémon ich jetzt trainieren soll eigentlich. Ich habe alle so auf 30, ne? Ich trinke 39 Schlöcke hier.